und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land Version 1.3 Beta. So, ich bin gerade auf dem Weg zum Schneider in den Wald. Ich hoffe mal, dass der da noch ist. Oh, ich habe mal Vollmond. Schön. Müsste doch mal gucken, morgen können wir wahrscheinlich wieder ernten. Hätte ich vom Jürgen vielleicht gleich den Drescher mitnehmen können. Jetzt steht er immer noch hier. Servus, Franz. Moin. Der fährt aber ein bisschen langsam, oder? Ja, ja. Der fährt langsam. Herr Johnny, ich dachte nur. Ah, ich habe nur nicht ganz Gas gegeben. Jo, fahr mal rüber, ich häng dir dran. Langsam. Komm. Noch ein Stück. Und gut. So, hängt. Ich bin ein bisschen später dran, weil ich mich vorhin ein bisschen verfahren habe. Hi, der Bimba. Ich bin gerade mal am gucken, wo wir noch können. Hier können wir, glaube ich, schon nicht mehr. Jupp. Dann warte mal, wir schneiden hier noch ein bisschen was ab. Ganzen Stämme hoch oder einmal mitten durch? Die da gehen ganz. Gut. Okay, der geht nicht mehr. Mist, da fällt mir gerade was ein. Min hat ja gefragt gehabt, ob ich dem helfen kann. Mal kurz telefonieren. Diesel. Jo, Volker hier. Jo, Volker, hi. Hi. Mir ist gerade eingefallen, du wolltest eigentlich Hilfe haben. Ja. Brauchst du noch? Ja. Immer noch? Ja, ich habe gerade mal fast die Hälfte hinter mir. Okay. Ich erwarte jeden Moment mein Xerion zurück. Dann würde ich dazukommen. Muss nur noch hier noch ein paar Bäumchen fällen, dann komme ich rüber. Okay, alles klar. Telefonier mal, wann der fertig ist. Ja. Gut, bis gleich. Tschüss. Jo. Ja, guten Tag, hier ist der Herr Müller vom LU. Hallo, Herr Müller. Ja, guten Tag, Herr Warunder, wie kann ich helfen? Sind Sie schon fertig? Ja, sind wir gerade fertig. Ich bin gerade fertig geworden. Könnten Sie... Achso, nee, das geht wahrscheinlich nicht. Okay, nee, dann weiß ich Bescheid. Weil ich bräuchte dann den... Achso, nee, das geht auch nicht. Hm. Ja, okay, dann danke schön erstmal. Jo. Was haben Sie gesagt, was es kostet, den Dünger? 4.000? Warte, lassen Sie mich kurz nachschauen. 4.224. Wo sind sie denn? Ja. 4.400, was? Ich hab schon wieder vergessen. 4.200. Jut, vielen Dank. Jo, danke. Tschüss, schönen Tag noch. Wegen Düngen müssen sie nochmal eine Rechnung schicken, gell? Ja. Gut. Mach ich. Bis. Tschüss, schönen Tag noch.
Ebenso, tschüss. Franz? Ja? Du kannst mal weitermachen. Ich muss nämlich mal los, muss dem Win helfen. Jo. Dem Schweinebauern. Passt. Gut, bis dann mal. Tschüss. Tschüss. So. Dann spurte ich mal schnell nach Hause. Was haben wir das? Nein, nicht die Uhr. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und dann fahren wir zum Win. Und helfen dem. Ja, ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Wir haben ja gesagt, wir machen so eine Art Agrargemeinschaft. Helfen uns gegenseitig. Leihen uns Geräte. Da kann man das schon mal machen. Da ist Raps drauf, okay. Gucken, ob den der Jürgen dann braucht für die Raffinerie. Da, 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 da. So, was müssen wir noch machen diese Woche? Ja, wahrscheinlich morgen ernten. Und zwar beide Felder vermutlich. Dann können wir mal gucken, wo der. Da steht er, okay. Pflegebereifung bringt uns hier natürlich nichts. Nächstes Mal muss er aber aufräumen, ey. Brauche aber noch andere Räder, weil mit den Rädern, da komme ich nicht weit. Pflegebereifung auf einem Flugfahrzeug ist... Oh, das war aber knapp, ey. Nicht so praktisch. Nur den Wind gleich mal anrufen und fragen, wo der überhaupt steckt. Das weiß ich gar nicht. Ich fahre einfach mal in seinen Hof. Oder zu seinem Hof und dann gucken wir mal. Ah, warte, den Händler wollte ich noch fragen, wieso der denn... Hallo? Jo, Neumann hier, Quatsch, Neumann hier, Volker hier. Was ist hier? Was? Ah, okay. Was ist mit meinem Harvester los? Steht immer noch im Wald. Ja, ich wollte morgen früh, also es ist ja jetzt bald Schlafenszeit und dann wollte ich, kommen.
Also Ausschaus-Geld. Hey, ich hab Arbeitsausfall. Ja, ich. Weißt du was? Ich komme jetzt sofort runter. Ja, ich dachte, du kommst vor 2 Stunden schon. Ich hätte noch Arbeit. Ja klar, aber dann beauftragt doch jemand. Ja, das Problem ist, LU hat Auftragsstopp. Also ich kann niemanden beauftragen. Und ich weiß auch niemanden, der zurzeit Zeit hat. Ich habe auch schon... Du hast vorhin gesagt, als ich dich angerufen habe. Ja, ich komme gleich. Weißt du was, ich bin jetzt fertig und ich setze mich jetzt in LKW. Das ist schick. Bis gleich. Also, der ja. Schneider ist im Wald. Okay. Ja. Welches Waldstück? 14. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Ja. Ey, wenn ich so arbeiten würde, dann... Gute Nacht. Jetzt auch übertreiben. Ich glaube, ich bestelle nur noch zukünftig beim Neumann, ey. Jetzt ist nur die Frage, wo der auf welchem Feld er steckt. Hier sehe ich nichts. Vielleicht auf dem. Also wenn er auf dem ist, dann ist gut. Wenn nicht, muss ich ihn anrufen. Nö. Volker Wauna, hallo? Hallo, das ist hier. Ja. Wegen der Kohle habe ich gerade mit Ihrem Mitarbeiter telefoniert. Ja. Der hat gesagt, dass ich wegen dem Preis mich bei Ihnen melden soll. Jo, ist richtig. Genau. 1700 waren das pro 1000. Ja. Nee. Pro Palette. Ja, pro Palette, sorry. Genau. 8 Paletten sind's. Macht 16,2. 16,2? Ja, mit Steuer und Gewinn. Ah, okay. 16.200, wo ist... Also, ich habe mich verrechnet. Können gerne nochmal nachrichten. Wo hat denn der sein scheiß Feld hier, ey? Also, ich komme mit den 1700, also 8 mal 1700 auf 13,6, aber die Steuern fehlen ja noch. Exakt, 20% drauf. Ja. Wo ist der, ey? Haben Sie gerade bekommen. Gut, dankeschön. Ich stelle Ihnen eine neue Plattform auch hin. Ja. Passt. Frage ist, wie ich die hinstelle, Ihnen am besten nebendran am besten, oder? Ja, ich kann die ja mit Manitou ein bisschen verlagern. Ah, okay, ja. Dann stelle ich Ihnen die wie die alte hin, dass Sie die sich selber dann so hintun, wie Sie sie brauchen. Ja, passt. Okay, schönen Tag. Tschüss, ebenso. Diesel. Jo, wo steckst denn du? Auf meinem Feld, 65. 65? Ja. Da hinten ist es. Okay, ich komm rüber. Jo, danke. Grad, wo ist er denn? Warst du bei mir auf dem Hof? Ja, ich hab hier geguckt, welches Feld dir gehört. Hab dich nicht gesehen, dachte ich, fährst du wieder? Nee, Quatsch. Ja, bei der 70 ist ja so ein Feld, wie ich, wo du lang kommst, kommst du direkt bei meinem Feld aus. Okay, guck ich gleich mal. Hier, da könnte ein Weg reingehen. Oh, das ist sogar eine Halle hier. Ja, mein Käse ist schon ganz schön grün. Warum grün? Ja, weil das Grasfeld war. Ach so. Dadurch, dass ich es unterflüge, wurde der ganz schön grün. Dann warte mal, wo geht's denn eigentlich rein hier? Warte, ich komme da eben nach vorne. Ah, hier. Hey, bleib. Ich bin schon da. Kuddelig.
Aber bei einer deiner tiefen Lokraum muss ich dir gleich ein paar neue Zinken zahlen. Ja, musst du aber beim Jürgen machen lassen. Ja. So, Attacke. Quatsch, nur noch auf eine Lieferung vom Händler. Ja, wie schaut's denn eigentlich aus mit deinen Schweinchen? Ja, dafür habe ich mir extra 65 da war ich jetzt. 61 gepachtet. Damit sie wenigstens etwas Stroh und Weizen haben. Ach so. Ja, ich warte jetzt nur noch auf Salu, dass die anrücken. Regen ansehen oder was? Dreschen, die 61. Ach so. Käse eignet sich ideal zum Pflügen. Ja, Käse ist ein gutes Teil. Auch schön stabil. Ist doch nicht viel. War das mal? Ja, knappe 30 Liter geschluckt. Mhm. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle aber auch mal wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.